Wir machen weiter mit der technischen Analyse. Heute Morgen mit Astolf Rittmeier. Herr Rittmeier, schauen wir uns doch den DAX an. Wie startet der jetzt in dieser Woche? Wie sieht's aus? Wie sieht die charttechnische Situation aus? Ja, schönen guten Morgen, Herr Groß aus Düsseldorf. Der DAX hat sicherlich sehr ja, volatile Tage hinter sich. Die letzte Woche hat doch wirklich hohe Volatilität bzw. auch hohe Kursausschwankungen gebracht. Das heißt, die Spitze ist ja da erstmal gemacht worden am 22. Mai mit den 8.550 Punkten und ein paar mehr. Ist es klar, diese Korrektur oder Konsolidierung zumindest, die wir jetzt momentan sehen, die hat sich lange angedeutet und ist jetzt einfach im Gange. Und momentan also ich sag mal so, die Frage dreht sich momentan darum, wie formt sich diese Konsolidierung, die wir jetzt haben, aus? Wenn man bedenkt, wir haben innerhalb von einem Monat einen Anstieg von 1.150 Punkten im DAX gehabt, dann ist der momentane leichte Abschlag überhaupt gar kein großes Thema. Das heißt, es ist gesund für den Markt und ich sage es nochmal, es ist einfach nur die Frage, wie formt sich jetzt die Konsolidierung aus? Dass der allgemeine Aufwärtstrend verloren geht, ist es absolut abzulehnen. Das wird so nicht kommen, aber es ist momentan das Spiel zwischen der derzeitigen Spanne 8.400, 8.260. Das kann hier noch ein bisschen weiter runtergehen. Ich rechne auch eher damit, dass wir also zum Punkt 8.150 kommen, weil das ist ja nun mal das vorherige Allzeithoch gewesen und das ist auch dann eine entsprechende Unterstützung. Das bedeutet also, man achte darauf, wenn die 8.260-Punkte-Marke nach unten verlassen wird, also sprich das Tief von vergangener Woche, dann sehen wir noch mal ein paar Punkte runter, möglicherweise sogar bis 8.077. Das wäre das Jahreshoch gewesen, was wir bis dahin hatten. Also insofern, das ist alles gesund, was wir sehen. Der Aufwärtstrend ist definitiv intakt übergeordnet und ja, wir konsolidieren jetzt einfach mal was Gesundes. Eine gesunde Konsolidierung in einem intakten Aufwärtstrend, das ist die Situation im deutschen Leitindex. Wie sieht es beim breit gefassten S&P 500 aus? Natürlich sieht es für den amerikanischen Markt ähnlich aus. Auch hier sei zu sagen, zum großen Bild, wenn wir hier über den S&P 500 sprechen, dass die 300 Punkte, die der Markt nun mal seit Anfang des Jahres gemacht hat, das entsprachen 22% etwa. Das ist ja nun mal eine Hausnummer. Und auch hier muss man ganz klar sagen, es ist gesund, was wir momentan sehen. Und diese 50 Pünktchen, in Anführungsstrichen, die wir jetzt in der vergangenen Woche abgewertet haben, ja, das ist ja ein Klacks im Grunde genommen. Findet sich oder spielt sich vor allen Dingen, und das ist wichtig, im großen übergeordneten Bild ab innerhalb eines Aufwärtstrendkanals, also einfach in diesem Aufwärtsmove, einfach ein kleiner Rücksetzer. Also wie gesagt, das ist gesund, das ist normal und man muss ja momentan auf die 1.635-Punkte-Marke achten, weil das ist das Tief aus der vergangenen Woche als Unterstützung momentan zu sehen. Auch hier muss ich sagen, ich rechne durchaus damit, dass der Markt auch noch ein bisschen weiter abgibt und seine Konsolidierung etwas weiter ausbaut und das würde bedeuten, unter 1.635 ist dann die nächste Unterstützung bei 1.598 Punkte anzusetzen. Warum? Das sind die Hochpunkte aus dem April. Und selbst wenn wir also auf 1.598 zurücksetzen, dann sind wir nach wie vor immer noch in diesem schönen Aufwärtstrendkanal, und der ja sicherlich, ich denke mal, auch uns weiterhin erhalten bleibt. Dann machen wir doch einen kurzen Abstecher in Richtung Rohstoffe. Goldpreis, was sehen Sie für einen Trend beim Gold? Geht es da rauf oder runter? Ja, es ist momentan mit ein paar Fragezeichen zu versetzen. Natürlich ist Gold definitiv im Abwärtsmove, Abwärtssog. Daraus konnte sich Gold bis jetzt auch nicht befreien. Das große Bild, das habe ich seit Wochen gesagt, aber ist ja auch klar, mit dem Bruch der 1.530-Dollar-Marke ist natürlich kaputt. Wir haben den Tiefskurs mit 1.321 Dollar bis jetzt nicht weiter unterschritten, aber vergangene Woche hat der Markt das versucht. Wir sind immerhin wieder in diese Richtung gelaufen nach unten. Also sprich, 1.338 Dollar war ja dann auf der Unterseite erstmal das höchste Gefühl immer wieder. Der Markt muss, wenn er sich in irgendeiner Form ein bisschen aufrappeln will, dann muss er eine wichtige Marke überschreiten. Das wäre momentan die 1.450, 1.455 Dollar. Warum? Das ist die abwärts gerichtete Trendlinie, die vorher den Markt so lange begleitet hat, seit September letzten Jahres. Und da muss er rüberspringen, weil das ist signifikant. Wenn er es schafft, wenn wir also über 1.450, 1.460 Dollar meinetwegen gehen, dann werden wir sicherlich an die 1.530 herankommen können. Wenn wir uns oder wenn der Goldmarkt eben sich dort immer wieder die Birne einstößt, salopp gesagt, dann ist sicherlich eher der Blick nach unten. Und ich habe das ja auch in den vergangenen Wochen gesagt, für mich ist eigentlich, wenn man das große Bild auswertet, das Kursziel nach unten bei
140 Dollar anzusetzen. Warum? Die 390 Dollar Spanne eben der Top-Bildung, die muss man eben unten dran setzen. Wie gesagt, also ich sehe momentan Gold weiterhin schwach. Gold bleibt schwach. Wie sieht es aus bei Silber? Ähnliche schwache Situation? Ja, natürlich, klar. 12. April, Stichtag, hat dem Markt den Todesstoß gegeben, in Anführungsstrichen. Die 2620 war eben die Marke, die nicht unterschritten hätte werden sollen. Wir sind runtergekommen und jetzt sind wir in einem Modus, wo man ja gespannt sein darf, ob es das war mit dem Abverkauf. Eins ist ein bisschen beachtlich, weil wir haben ja im vergangenen Montag in Fernost einen doch sehr starken Abverkauf gesehen, ein kleines Sellout, was also bis 20.02 runterging, wovon sich der Markt aber sofort wieder erholt hat. Momentan müssen wir die Marken 24,80 und 22 Dollar spielen. Gehen wir unter die 22 Dollar, heute Morgen sind wir nicht so weit davon weg mit 22,60, also gehen wir unter die 22er Marke, dann werden wir sicherlich wieder die 20 Dollar ansteuern. Also das ist dann die hohe Wahrscheinlichkeit. Auf der Oberseite sind, wenn wir über 24,80 gehen, dann wird der Markt auf der Oberseite seine 26,20 anschließen. Also diese ganz wichtige Linie, die das große Bild ja eigentlich letztendlich zerstört hat. Machen wir noch ganz kurz einen Abstecher zum Öl. Wie ist hier die Situation? Ja, Abwärtsmove. Wir sehen seit Februar mit Kursen, wo wir noch bei 119 Dollar standen, sehen wir eigentlich den Markt fallen. Wir haben zwischen dem 18. April und jetzt vor letzter Woche haben wir dann eine Flagge gespielt, rein technisch gesprochen. Und diese Flagge hat den Markt nach unten verlassen, also Trendbestätigung im Grunde genommen. Das heißt, der Trend ist nun mal hier weiterhin abwärts gerichtet. Und man muss schon davon ausgehen, dass das Öl momentan weiter abwertet. Das ist natürlich einhergehend mit dem Aktienmarkt, denn die fallenden Kurse vom Aktienmarkt werden momentan dem Öl nicht helfen können. Wir werden auf der Unterseite momentan auf die 100,60 gucken müssen. Ich denke mal, dass wir auch da wieder hinkommen, weil auf der Oberseite, ich denke mal, ist das kleine Bollwerk 103 und 104 Dollar ja zu stark, denke ich mal, als dass der Ölmarkt jetzt darüber hinauskommen kann. Also wie gesagt, ich denke auch hier mit einer Fortsetzung des Abwärtsmoves. Die technische Analyse kommt heute aus Düsseldorf. Astolf Rittmeier, vielen Dank.